Sie haben 55 Thesen formuliert. Doch die, das haben Sie selbst gesagt, sind eigentlich das Langweiligste an dieser Zukunftsdiskussion. Was ist denn das Spannendste? Ich fand am spannendsten die Annahmen, die wir diskutiert haben, weil die Ergebnisse sind für jedes Unternehmen unterschiedlich. Jedes Unternehmen muss sich aussuchen, was für es selber relevant ist. Aber die Annahmen, die sind für uns alle die gleichen. Und die zu diskutieren, das bringt einen wirklich voran, weil man da sich entscheiden muss, wie man die Zukunft sieht. Können Sie ein paar Beispiele nennen für diese Annahmen? Ja, ganz sicher. Die wichtigste Annahme ist das Leseverhalten. Wie entwickelt sich das Leseverhalten? Das merken wir schon bei der Frage der Digital Natives und uns, ob wir da unterschiedlich mit Medien umgehen, mit elektronischen oder gedruckten Medien. Aber wichtig ist die demografische Entwicklung, wichtig ist die wirtschaftliche Entwicklung. Selbst Zinssätze spielen ja für uns, für die Unternehmensfinanzierung oder Investitionen eine große Rolle. Aber es geht dann auch in gesellschaftliche Trends, wie sie bei Sinus Milieustudien beispielsweise beschrieben werden, Wertewandel in der Gesellschaft. Das sind alles Themen, die für unsere Geschäftsmodelle eine riesige Rolle spielen. Und wie kann man das dann zusammenfassen, dass dann daraus auch irgendwie was wird? Ja, das war natürlich die große Schwierigkeit, weil wir uns über die Themen immer unterhalten haben, aber man sie alle nicht so zusammenbringen kann, dass daraus Entscheidungen für uns werden. Und da haben wir uns diese Szenariotechnik einfallen lassen, die es ermöglicht, alle diese unterschiedlichsten Annahmen so zusammenzuführen, dass man ganz konkrete Aussagen bekommt. Und können Sie dieses Modell, nachdem Sie das gemacht haben, etwas näher erläutern? Ja, die Szenariotechnik besteht aus drei Schritten. Im ersten Schritt bildet man diese Annahmen, über die wir gerade gesprochen haben. Im zweiten Schritt macht man eine Matrix, in der man ein Szenario von heute aufbaut und dann diese Annahmen so einfließen lässt, dass daraus ein Szenario der Zukunft entsteht. Und das sind natürlich nur nackte Zahlen, die bestimmte Dinge wiedergeben. Und dann muss ich im dritten Schritt Thesen bilden aus diesen Zahlen, was das bedeutet, was das für mich, für meine Geschäftsmodelle bedeutet, für meine Unternehmen und für meine Umgebung. Nochmal zu den Zahlen. Worauf basieren die denn jetzt eigentlich? Ja, die Zahlen, man kann natürlich in Statistiken reingehen, kann versuchen, an diese Zahlen ranzukommen. Aber die Wahrheit ist, dass ich immer nie nicht an die Wahrheit selber rankomme, sondern immer nur irgendwelche Annahmen von jemandem wiedergebe. Und das Beste ist, dass ich meinen Bauch spielen lasse. Wir sind so nahe an den Themen dran und wir beschäftigen uns unseren ganzen Tag damit, dass ich glaube, wir haben genug Wissen, um einfach Bauchannahmen hinzusetzen, den gesunden Menschenverstand spielen zu lassen und nicht zu versuchen, irgendeine Zahl zu glauben, bloß weil sie in der Statistik drinsteht. Ich glaube, wir kommen damit weiter, vor allem viel schneller an ein Ziel ran. Und am Ende geht es nur um die Frage, ist das Ziel plausibel, das wir vor uns haben? Und wenn es nicht plausibel ist, dann muss ich nochmal über meine Annahmen sprechen. Aber eine Statistik hilft mir nicht weiter, weil ich im Endeffekt doch nie die Zahlen finde, die ich eigentlich brauche. Jetzt ist das Ganze in einer Zukunftskonferenz gemündet. Was erhoffen Sie sich denn jetzt von dieser Konferenz? Einmal einen großen Spaß, dass die Leute über diese Dinge diskutieren und dann, dass vielleicht diese Szenariotechnik, die wir benutzt haben und die ich auch im eigenen Verlag benutze, wo ich feststelle, dass es für viele Mitarbeiter tatsächlich produktiv ist und wir in unseren Strategien weiterkommen, dass diese Technik in der Branche vielleicht auch von anderen angewendet wird, dass man den Mitgliedsunternehmen eine Hilfestellung gibt, wie sie sich mit ihrer Zukunft beschäftigen können und dass sie auf diesen Vorarbeiten aufbauen können und für sich selber eine Diskussion in Gang setzen können. Das wäre für mich das Wichtigste und ich habe das Gefühl, dass das jetzt schon beginnt. Und die zweite Hoffnung, die für mich natürlich da ist, und das war natürlich der Auslöser, warum wir es gemacht haben, ist, dass wir sagen, unser Verband muss sich ja für die Zukunft ausrichten. Der Verband muss Entscheidungen treffen über seine Mitglieder, über seine Beiträge, über seine Aktivitäten. Er muss seine Lobbyarbeit ausrichten. Und dafür brauchen wir Zukunftsannahmen. Und das ist das ganz Wichtige, die stille Hoffnung, dass wir hier Impulse setzen, die die gesamte Verbandsarbeit auch inhaltlich nochmal in die Zukunft bringt. Wunderbar, Dankeschön.